aber lass mich. Echt, das sieht voll gut aus. Ich glaube, ich will das haben. Ich habe schon angefangen. Aber ich bin auch deine Schwester. Oh mein Gott! Leute, heute ist es soweit, ich bekomme eine Bestrafung, die ich bekommen habe, weil ich einen Nagel mehr verloren habe als Egg. Leute, Egg hat 3 Nägel verloren, ich 4 und deshalb muss ich jetzt in den Bestrafen kommen. Also ich finde das jetzt nicht fair, aber was sein muss, das muss sein. Zuerst haben wir geplant, dass Egg auf Amazon Sachen bestellen darf, halt aber blind und ich muss sie kaufen. Aber jetzt haben wir uns umentschieden und zwar darf Egg sich einen Laden aussuchen und dort muss ich hier alles kaufen, was sie anfasst. Und das Ding ist aber, dass ich 3 Joker habe, Leute. Und ich darf hier... Ein Dreieck? Nein, du sollst ein Speech und du fährst alles an. Also Egg hat gesagt, ich soll jetzt ein Taxi bestellen. Habe ich gerade gemacht, weil es weiter weg ist. Und Egg sagt jetzt, wohin wir gehen. Zu, rate. Ich glaube, wie hässlich Alina ist. Ja, zu. Du auch, die blöde Kuh. Zu. Zu Miriam. Das heißt, du kannst für ein Flachbildfernseher gehen. Du hast nicht mal Strom in deinem Zimmer. Ist mir egal. Natürlich habe ich Strom in meinem Zimmer. Hä? Nein, Leute, aber nein, nein, nein. Komm schon, geh mir einen Flachbildfernseher. Nein. Ja, oder nicht ein, jetzt, oder ein iPad. Ein iPad brauche ich auch sehen. Für was? Und ein iMac. Das nehme ich ganz klar mit, weil, Alter, was für iMac? Und du hast doch schon ein iMac. Du brauchst kein zweites. Ey, was für iPad? iPad, ich verstanden. Ich mein MacBook, sorry. Du brauchst ein iMac, das reicht aus, Alina. Nein, ich kann da kein Team spielen. Leute, ich brauche eine Fritteuse, damit ich mir Pommes zu Hause machen kann. Ich schwöre. Die nimmst du in ihr Zimmer. Ja, wir haben doch eine Fritteuse. Aber die ist voll groß. Und dann kann ich es an meine Fensterbank hin tun. Und wenn ich das an meine Fritteuse am Fensterbank. Ja, und dann kann ich mir Pommes. Willst du nicht nachmachen, bis er dann nicht hat. Hallo. Die ist voll groß. Die passt gar nicht an meine Fensterbank. Du wirst keine Fritteuse heute bekommen. Da muss ich dich enttäuschen. Okay. Ich habe schon angefasst. Das ist voll die hässliche sogar noch. Die, aber echt, das ist klein auf einem anderen. Richtig. Eine kleine. Wow, Alter, wie 40. Elegante Fritteuse. Ja? Und eine Fensterbank. Ja? Ey, die kaufst du so unnötige Sachen, gell? Hä? Fritteuse? Braucht man immer. Ja, jetzt musst du es nehmen, gell? Ich schlepp's nicht, ich zahle schon. Ich hab das irgendwie so eine coole. Oha, okay. Die kostet 640. Oder vielleicht doch eine. Nein. Für 200. Nein, Egg. Behalt deine Hände bei mir, Egg. Egg, behalt deine Hände. Egg, wie so ein kleines Kind. Ich habe gerade geguckt, ob es diese Fritteuse halt doch neu verpackt gibt. Ich drehe mich um. Die hat schon was Neues gefunden. Ein Pizzamaster. Den es letztes Mal nicht gab. Brauchst du? Ja, ich brauche es. Du weißt immer, wie eine Fritteuse. Hä, du machst nicht mal selber was zum Essen. Du bestellst eh. Ja, okay. Hat sich erledigt. Nein, Egg. Komm mit. Nein. Ich will es hier. Waffel. Wir haben Waffelessen zu Hause. Aber nicht, ob wir 2 machen können. 2 Stück. Auf einmal. Ich möchte das nicht, ey. Aber ich? Wir gehen jetzt zu dem Flachbildfernsehen. Nein. Zelda. Wir gehen. Wir gehen runter. Komm, komm, Inga. So, es würde perfekt in meinem Bett, beziehungsweise neben meinem Bett reinpassen. Selina? Die Antwort ist nein, Alter. Mein Joker wird hier. Nein. Nein. Nimmst du Joker? Ja, Digga. Joker. Hast du 900, ey? Ich kann kein. Nein. No Joker wird benutzt. Ich kann nichts für 900 kaufen. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum sitzt sie hier auf einem Stuhl in der Bilderrahmen-Ecke? Das Ding ist, ich bin traurig, weil Sena mir mein Flachbildfernsehen nicht gönnt. Was? Ja, Egg. Was? Das sind 900 Euro. Mach kurz eine Pause, ey. 2 Minuten Pause, bitte. Nein, du kommst jetzt her, du bist ein faules Stück. Jetzt komm her, hey. Ich werde dich anbinden, wenn du mich nicht benimmst. Ich will das. Nein. Aber doch, ich hab's angefasst. Du musst es eigentlich kaufen. Digga, ey, hör auf. Ich brauch das für Geburtstag. Ich muss eine Fotokollage machen. Kauf mir das. Bro. Komm, weiter geht's. Egg, du tatsch nichts an. Ich hoffe, wir haben es verstanden. Leute, erinnert sich noch an Ex-Handy in Rot. Aber oh, ein iPhone 11, der sieht voll gut aus. Ich glaube, ich will das haben. Ich habe schon angefasst. Ich möchte dieses iPhone haben. Nein. Doch, ich möchte. Okay, Leute, mein iPhone ist schon ein Monat alt, deswegen möchte ich dieses iPhone haben. Weil ihr wisst ja, wie viele iPhones ich mir immer gönne. Sal, bitte. Ich habe zu deinem Fernseher schon Nein gesagt. Warum sollte ich dir jetzt ein Handy kaufen? Bitte, gönn mir iPhone. Muss ich das da jetzt holen? Ja. Wir kaufen die in Violett. Violett? Ja. Aber ich bin schwarz. Nein, Violett. Okay, egal, wir sind trotzdem Violett, aber es ist voll hässlich in Violett. Und du musst trotzdem haben, Violett. Ja, einfach so, damit es leidet. Wie viel kostet das? 700. Oh, nein, ey, bitte. Oh, gar nicht mal, wie geil dieses Geld aussieht. Also, ich will das. Bitte, Sal. Sal, bitte. Ich glaube, es ist Zeit für das Klebeband. Schwurbel. Nein. Hey, warte, wie soll ich ins Auto kommen? Dein Problem. Ich fühle mich dabei sehr komisch, vor allem Leute gucken mich an. Okay, geil, Leute, wir gucken weiter. Weil wisst ihr, ja noch mein kaputter Föhn, ne? Das ist meiner. Ja, nein, ich habe meinen kaputt gemacht und seitdem benutze ich ja Senas Föhn. Was heißt ein Styler? Ja.
Ich brauche einen 5. Du brauchst keinen 5 für 30 Euro. Ich brauche einen 5 für 30 Euro. Das ist nur 30 Euro. Du machst vor allem alles eh kaputt, ey. Aber das und das, aber doch, was? Leute, ich... Hast du Joker noch eigentlich? Nein, hat sie nicht mehr. Noch einen, aber ich habe Angst, dass sie noch was Teures sind. Leute, ich brauche einen Föhn, okay? Weil Zehners Föhn, den ich habe, weil ich mein eigenes Pult gemacht habe, der saugt mir meine Haare auf. Kauf mir. Hier habe ich eine Wahl. Ach, wisst ihr, was noch für ein Cola? Hier gibt's keinen Cola, oder? Nee. Mal in Kasse. Warum sagst du es? Weil ich nicht in die Kasse gehen wirst. Ey, du nimmst den hinteren Ausgang. Ich kann das so oder so wirst du in die Kasse gehen, Selina. So oder so. Du kriegst mein Handy. Doch, ich hab schon eingefasst. Ich brauch Panzerglas. Wieso tatschst du das an? Du hast das Handy nicht mal mehr, ey. Aber ich hab... Doch, jetzt hab ich hier noch mein Handy. Meine LEDs sind ja kaputt gegangen. Und deshalb überlege ich mir, ob ich mir neue holen soll. Und ich hab Stück auf, ja. Ich wollte mir Cola gönnen, aber die gab's nicht. Ich habe die nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich mir Red Bull zu gönnen. Wie? Was? Wie? Wo ist dein Kleber? Ich wollte auch noch ran. Wie hast du das wegbekommen, Digga? Tja, ich bin eine magische Künstlerin. Und weil ich ja edelfreie Hände hatte, dachte ich mir, okay. Ich hab ein iPhone. Was willst du damit? Hä, aber zum Anstoß des Tages braucht man einen Red Bull. Das kriegst du beides alleine. Nein, eins kriegt Inga. Ich teile. Oh, danke schön. Ich teile brüderlich. Ich würde gerne wissen, wieso du das geholt hast, echt? Wir gucken uns an, was für eine Kacke-Ex ich geholt habe, Leute. Einmal haben wir hier so ein Fotoalbum für 9 Euro. Ich werde aus diesem Fotoalbum ein schönes Fotoalbum machen. Das will ich sehen. Mit Bildern und Sprüchen. Will ich machen. Und Erinnerungen. Baby. Ja, die Marke, die soll gut sein, die haben auch... Alle Marken, die Anja hat so angeblieben. Nein. Gut sein. Ist mir aufgefallen. Das war schon. Ja, okay, Ecke. Oh, das hat schon einen coolen Griff. Hier, schenke ich dir. Ach. Ja. Dann haben wir hier ein Waffle Maker mit 2 Stellen, Leute, dass man doppelt so schnell Waffeln machen kann. Ich weiß nicht, warum er genau das hier wollte. Leute, hey, das hat mich voll angezogen. Ich weiß nicht, ich wollte diesen Waffle Maker schon damals, als ich von Cell, als wir im Mediamarkt waren und ich diese Challenge machen musste, beziehungsweise für sie alles kaufen musste. Und ich schwöre, ich habe mich in den ersten Augenblick in diesen Waffle Maker verliebt. Hä, aber echt, im Ernst, die Farbe ist nicht so der Burner. Aber das Ding ist, ich finde die Farbe voll hässlich so... Ich finde rot schön, schwarz, weiß. Ich, The Egg, werde ein neues iPhone öffnen. Weil, Leute, mein iPhone ist ja schon alt. Es ist ja schon bald 2 Monate. Nee. Ein Monat, nicht mal ein Monat. Ja, okay, ein Monat ungefähr alt. Und es ist ja noch sehr frisch, aber das ist noch frischer. Ich habe das Gefühl, wir kaufen jeden Monat ein neues iPhone, gell? Die iPhone Queen öffnet das iPhone. Die iPhone Queen muss nicht mal mehr ein iPhone öffnen. Geil. Oh, Leute, es fühlt sich voll gut an. Jeden Monat ein neues iPhone. Ich hab doch gesagt, dass lila ist. Das ist nicht mal lila, das ist ein ekelhaftes Violett. Ich will das nicht. Ich will ein rot oder schwarz oder weiß. Ich habe mir das in meinem Kopf bildlich schöner vorgestellt. Schenkst du mir? Nein. Du hast das hier in meinem Kopf. Was schaust du mich so an? Wie, du durftest ein Handy aussuchen, aber Farbe durfst du nicht aussuchen. Ich will das einfach. Herr Egg, oder ja? Ich habe eine Idee. Wie findest du die Farbe? Hä, ja, aber wieso hast du dann zugestimmt? Hä, hey, einfach so, dass Tena glüht auf dem Nacken. Digga! Und ich dachte, man kann damit vielleicht leben, so. Wer weiß nichts, dann hole ich mir bestimmt wieder ein neues. Können wir das Rote tauschen und du kriegst dafür das Violette. Welches Rote? Das, was du geschenkt hast. Das ist eh. Das will ich zurück. Tauschen wir es oder nicht? Egg, wir tauschen, du gibst noch 100 Euro. Nein. Warum? Weil ich broken. Dann behältst du das hässliche Violette. Inga, nein. Ja, okay. Gibst du? Ja, okay, guck nicht so. Wegen der Farbe? Ja. Dein. Haha, das ist mein altes iPhone. Nein, ich weiß nicht, Corona. Sie rot! Hä, hey, warum hast du kein iPad angefasst? Warum habe ich kein iPad angefasst? Aber ich bin auch deine Schwester. Oh mein Gott! Du hast es jedem geoutplayed! Das? Siehst du, wo mein Finger drauf ist? Das reicht doch jetzt auch. Ich hab's dir gesagt, Leute, Anjas Zimmer braucht höchstens 2 Tage, um wieder auszusehen wie immer. Hier haben wir einen starken Klamotten, den ich noch einsortieren werde. Das hat sie jetzt 2 Tagen gesagt. Leute, dann haben wir hier einen dreckigen Schminktisch. Schon heute Morgen bin ich gestern noch abgeräumt. Ja, Leute, wenn ich zur Arbeit so, dann, Leute. Okay, kusch dich. Oh, da war was, was ihr nicht sehen dürft. Hier fängt schon, es fängt schon an, Leute. Es fängt schon an. Naja, und dann, Leute, hier unten die Ecke, Inge, film mal runter. Das ist film von runter. Euch. Und dann noch hier im Bett, guck mal im Bett, diese Ecke. Hast du nicht gesagt, dass da hinten ganz hinkommt? Nein, ich wollte ihn gefreut haben. Und dann das Chaos hier. Was ist das? Ich weiß nicht, in 2 Tagen ist sie da aufgeräumt, wird heute noch vielleicht, wer weiß. Guck mal, Leute, heute räume ich alles auf. Jetzt sagt die ja morgen, nee, vorne hat die gesagt, ja morgen räume ich auf, jetzt in 2 Tagen. Hier, Leute, nochmal ein Stopcheck. Hä, ich hab das nicht...
machen wir bei alte Omas. Und der Rasierer hier liegt noch immer mit ihren Händen. Das muss man sehen. Oh Gott. Als ich mich gerade gebückt habe, um das zu holen, lag dein Schuldenbrief in der Mülltonne. Das habe ich weggeworfen. Das war vor meiner Bestellung. Ja, ja. Das wird ein paar Tage abgezogen. Naja. Automatisch. Ich überweise nie, was die Zinale ist, automatisch. Hier braucht man eine Maske. Hier ist das Virus entstanden. Sollen wir in dein Zimmer? Aber egal, ich werde noch alles unter Kontrolle haben. Nicht so wie letztes Mal, wo es eskaliert ist. Die letzten Jahre. Ich wollte sagen.